Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Project Hospital. Oh. Haben mir gerade was zu trinken geholt. Bin völlig außer Puste. Oha. Ja. Also wir brauchen einen Überwachungsraum noch, ein Schwesternzimmer und einen Bereitschaftsraum. Also. Bereitschaftsraum braucht nicht relativ groß sein. 4x3, Schwesternzimmer genauso 4x3. Überwachungsraum würde schon etwas größer machen. Ich würde da zumindest 3, 4 Betten zumindest reinmachen. 3, 4 Betten mindestens. Das heißt, ich würde den Platz hier nutzen wollen. Eventuell. Das ist zu groß. Ne? Basteln wir das hier hin? Ja, basteln wir hier hin. Passt auf, wir machen hier Wände hin. Da eine Wand, da eine Wand, da eine Wand. Dann da eine Wand. Ist jetzt zumindest alles erstmal relativ unorganisiert und durcheinander. Aber hat seinen Zweck. Denn wir können somit erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen organisieren. Ein PC. Jetzt hat die einen Laptop bekommen oder was? Nee. PC. Der wäre günstiger gewesen. Egal. Von mir ist ein Aktenschrank noch rein. Und von mir ist auch noch eine Papierablage. Kriegt sie? Ja. Und hier müssen wir genauso arbeiten. Genau. Wir brauchen hier einen Schreibtisch. Einen Hocker. Nee, einen PC. Laptop-PC, PC. Der ist günstiger. Nehmen wir den. Da, danke. Einen Hocker. Dann brauchen wir. Da wird auch noch Hocker. Relativ sinnvoll. Machen wir auch noch hin. Komm. Sozusagen irgendwo Hocker. Da wäre noch Hocker sinnvoll. Da ist ein Hocker. Das ist ja kein Problem. Sonst irgendwo ein Hocker sinnvoll. Da ist noch ein Hocker sinnvoll. Und da. Ist da. Dann haben wir die Hocker jetzt alle verwendet, die wir brauchen. Und dann ist das, denke ich mal, auch in Ordnung. So, passt auf, weiter geht's. Wir brauchen einen fahrbaren Geräteschrank, würde ich sagen. Wir brauchen eine Trage. Eine Trage oder eine Krankentrage. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Essenstablett wäre natürlich noch sinnvoll. Dafür ist der Raum dann auch zu klein. Wir brauchen eine Trage. Ne? Zum Transport bewegungsunfähiger Patienten. Sie ist besser oder? Also vom Geld her scheint die gleich zu sein. Besteht auch nichts Besonderes. Trage, Krankentrage. Zum Transport bewegungsunfähiger Patienten. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Trage und zwei Rollstühle würde ich vorschlagen. So, dann müssen wir den Bereich der Notaufnahme auch noch mal ändern. Korridor, kriegen die einen zweiten Korridor, ne?
Und dann sollte das eigentlich passen. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Überwachungsraum. Den machen wir hier hin. Relativ groß auch. Ja, relativ groß ist übertrieben, aber schon etwas größer. Damit wir da zumindest auch den nötigen Platz haben. War vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, aber okay. Wir können auch die Rollstühle noch umparken. Die können wir auch noch hier hinparken. Ist ja kein Problem. Dann machen wir weißen Boden. Machen wir Teppichboden hier. In Gelb. Machen Gelb. Kommt. Dann machen wir eine Tür rein. Fehlende Ausstattung. Wir brauchen hier hochmodernes Bett. Krankenhausbett oder modernes Krankenhausbett. Wo ist der Unterschied? Hochmodernes Krankenhausbett. Hochmodernes Krankenhausbett, okay. Einfach nur anders gestaltet, okay. Aber gleicher Preis. Machen wir erstmal zwei normale Krankenhausbetten, ne? Zwei? Machen wir zwei. Desinfektionsmittel. Ein Gesundheitsmonitor. Ist das das preiswerteste? 1500, 1200, nee, 1600, 1200. Nachtschrank, ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Nachtschrank oder Nachttisch, ist beides gleich. Dann machen wir mal einen Nachtschrank. Und wir brauchen einen Gesundheitsmonitor. Genau. Ansonsten brauchen wir noch einen Wanddefibrillator. Bettkonsole kann an Krankenhausbett angefügt werden. Okay. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir dann auch nicht unbedingt. Mobiler Arbeitsplatz können wir auch einfügen. Dann ist schon mal einiges weg. Dann brauchen wir noch hier einen fahrbaren Geräteschrank. Und dann brauchen wir noch ein Audiometer und CRP-Analysegerät. Dafür nehmen wir hier zwei Gerätetische. Die sind, glaube ich, günstiger. Ne, die quadratischen Tische sind günstiger. Dann werden wir die hier hinpacken. So. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Wir werden jetzt noch ein paar Pflanzen aufstellen, damit es hier auch einigermaßen gemütlich wirkt. Ne? Weil ist ja nicht jetzt so hier gedacht, dass das hier, ne? Bücherregal können sie auch noch kriegen. Kein Problem, kriegen sie ein Bücherregal, kriegen sie auch noch ein Sofa. Und dann kriegen sie noch hier einen Schrank, Kommode, wo ist es? Hängeschrank, nein. Leinwand auch nicht. Mit Schubläden und von mir ist auch noch ein Fernseher, der drauf ein TV kriegen sie auch noch. Ich denke mal, das sollte reichen. Wasserspende können wir noch einrichten. Hier können wir hier machen mal und ich würde sagen, das wäre es dann erstmal. Dann haben wir hier eigentlich eine schöne Station. Tagsüber einen, klar, nachts auch noch einen. Genauso wie hier.
Stellen wir auch noch welche ein. Auftrag abgeschlossen. Ein Auftrag für eine Krankenkasse wurde abgeschlossen. Aktiviere die stationäre Aufnahme in Notaufnahme. Belohnung Intensivstation. Also Intensivstation könnten wir jetzt bauen. Das wäre die hier. Ist natürlich dann auch schon relativ teuer, weil wir da moderne Krankenhausbetten bräuchten. Aber okay, das schauen wir dann, wenn wir das brauchen oder ne, kriegen wir schon irgendwie hin. So, was hast du? Du hast das. Du hast das, aber du hast das. Aufnahme TC brauchen wir nicht. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie kritisch ist oder sowas. Das kommt auch noch dazu später. Wirklich richtig kritische Patienten. Die werden noch kommen. Aber okay, da warten wir noch drauf. So, ansonsten sieht es eigentlich relativ gut aus. Klar, gestern haben wir relativ viel ausgegeben hier, aber insgesamt trotzdem noch 687 plus. Heute, ne? Hier Minus, Notaufnahme, klar. Hier haben wir ein bisschen Minus, aber gut. Das gleicht sich über den Tag gesehen aus. Schaut auf die ersten Patienten. Wir haben relativ viele Ärzte mittlerweile, 15 Ärzte. Da ist der nächste Patient. Komm, den wollen wir mal hier begutachten. So, behaglich, Zufriedenheit behaglich, das ist schon mal positiv. Die geht zum Arzt, wird befragt. Schöne Umgebung, kurze Wartezeit, behaglich. Atemprobleme, das ist schon mal nicht gut. Körperliche Untersuchung, abhören, bitte danach. Sollte eigentlich auch relativ schnell gehen. Blutdruckmessung bitte. Und danach. So, den hätte ich gerne in der Spielerkontrolle. Das heißt, meldet der Arzt jetzt. Genau, Maßnahme ist abgeschlossen. Eine geplante Maßnahme wurde abgeschlossen. Zuletzt Blutdruckmessung. Der Patient wartet darauf, dass du weitere Untersuchungen anordnest oder eine Diagnose stellst. Okay, das ist schon mal gut. Dann hätte ich gerne eine Untersuchung der Nasenhöhlen. Geht zum Wartezimmer, okay. Die kann da auch einiges machen. Wird aufgerufen, perfekt. Was kommt hierbei raus? Da ist der nächste Patient. Gut. Da wollen wir mal schauen. Da wollen wir mal schauen, was wir da alles machen können. Maßnahme ist abgeschlossen. Okay. Zuletzt Befragung. Perfekt. Also da hat sich rausgestellt hier, ne? Dass die Fieber hat und Atemprobleme. Fieber und Atemprobleme. Dann machen wir eine körperliche Untersuchung. Der hat hier nichts rausbekommen. Temperaturmessung. Machen wir mal bitte das. Atemprobleme. Machen wir erstmal eine Temperaturmessung. Passt ja hervorragend zu Atemproblemen, ne? Fieber. Infektiöse. Dann machst du bitte eine Halsschmerzen. Halsschmerzen, Fieber, ja klar. Halsschmerzen.
Inspektion der Mundhöhle. Bei dem machen wir. Ja. Lupus, neurologische Tests. Nein. Atemprobleme. Abtasten des Halses, bitte. So, die hat eine Gifte-Feuerausschlag, okay. Machen wir eine Temperaturmessung, können wir, machen nochmal abhören. Da hat sich immer noch nichts ergeben. Wir prüfen der Sprache. Schweißtest. Oha. Hier gibt es viele, viele neue und mögliche Untersuchungen und Diagnosen, was weiß ich, was. Alter Schwede. Okay. Temperaturmessung macht die auch nochmal. Damit das auch definitiv feststeht. Maßnahme ist abgeschlossen. Nix. Abdominales Tasten. Inspektion der Mundhöhle. Aber bitte das. Aber hier sieht es dann nach Gifte-Feuerausschlag aus. Genau. Machen wir nochmal die Auswertung. Fieber, Halsschmerzen, Lymphknoten. Temperaturmessung. Bitte. Gifte-Feuerausschlag. Ja, dann hat die einen Gifte-Feuerausschlag. Das heißt, die kriegt das und kriegt hier die Sachen einmal verordnet. Und dann kann sie gehen. So, bei dem ist das Problem. Ah, der hat jetzt Heiserkeit. Okay. Heiserkeit, Halsschmerzen, Atemprobleme, Heiserkeit. Entweder eine ansteckende Krankheit, oha, okay, oder was für die innere Medizin. Machen wir nochmal eine Differentialdiagnose, eine Auswertung. Und was bei dem hier? Infektiöse körperliche Untersuchung. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja genug Patienten gerade, ne? Da kommen die nächsten Patienten, oha. Kehlkopf-Diphtherie. Okay. Dann steht das aber auf jeden Fall fest. Wir haben alle Dings rausgefunden. Dann würde ich auf jeden Fall sagen... wird das verordnet, ne? Dann machst du das fertig. Infektiöse Mononukleose. Aber ein verstecktes Symptom noch. Abtasten des Halses. Machen wir noch. Und Überwachungsstation. Komm. Wir schicken dann den dann in die Überwachungsstation. Hier sind zu viele Patienten. Eine geplante Maßnahme zu... Ja, okay. Dann könnte ich den jetzt eigentlich nach Hause schicken. Ja, du kannst gehen. Du hast dich behandeln lassen, du kannst gehen. Gut. In Ordnung. Hey. Gehen ja einfach durch. Auch nicht schlecht. Ja. Wie sieht es hier aus? Wir sind über der Zeit drüber. Oha. Okay. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Das kann, dann kann der auch nach Hause. Perfekt. So, der nächste.
Brustkorbprellung. Machen wir nochmal eine körperliche Untersuchung. Maßnahme ist abgeschlossen. Okay. Dann bitte noch eine serologische Blutuntersuchung. Danke sehr. Die wollen wir natürlich auch kontrollieren. Der sieht nicht gut aus. Der sieht nicht gut aus. Armverletzung. Maßnahme ist abgeschlossen, okay. Du kriegst auf jeden Fall Verband und zur Stillung der Blutungen. Definitiv. Ja. Maßnahme ist abgeschlossen. Sehr gut. Die hat jetzt eine Befragung. Die hat hier eine Brustkorb. Dann kriegt ihr noch eine Röntgen. Maßnahme ist abgeschlossen. Zuletzt Befragung. Gut. Die geplante Maßnahme wurde abgeschlossen. Weitere Untersuchungen. Es gibt noch drei versteckte Symptome. Der ist in der Notaufnahme. Sollen wir den in die Überwachungsstation packen? Ja, machen wir. Okay. Dann packen wir mal in die Überwachungsstation. Obwohl. Komm. Zuletzt Befragung. Okay. Dann kriegt sie jetzt Gürtelrose oder Miliria. Auch nicht schlecht. Temperaturmessung abtasten, körperliche Untersuchung machen wir erstmal. Und die Zeit ist schon lange um und ich bin immer noch dran. Okay. Leute, ich mache jetzt erstmal hier schnell auf Pause. Das ist mega interessant. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.